Hallo, ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen hier bei LS22 Neighbors. Ich freue mich natürlich, der Upsmann ist wieder hier. Ihr könnt wieder reinhauen, hier ein paar Däumchen da lassen, wenn ihr wollt. Und vielleicht auch mal noch ein kleines Abo unten mitnehmen. Liegen kostenlos aus. Hier drüben seht ihr meinen WhatsApp-Kanal. Auch da dürft ihr mal abonnieren. Denn dort ist so ein bisschen unsere Bildschirmzeitung drin. Und so ein bisschen unser Newsletter und alles rund um die Game World hier. Und alles, was in den Media-News kommt am Montags, ist da nämlich auch mit drin. So, ich sitze so ein bisschen gerade im Traktor rum und hier kommt die Kohle gefahren. Ich sitze ein bisschen im Traktor rum, warum? Weil es regnet wie die Sau, das ist so volle Kanne und es ist einfach nur noch nass, die Scheiße. Kohli? Moin! Setz dich nochmal rein, hier ist übelst nass. Grüß dich! Moin! Und sie geht ab. Was machst du bei dem scheiß Wetter, sag mal? Was ist bei dem Wetter? Du stehst du doch, sitzt du bei dem Traktor rum. Ich weiß nämlich nicht, was ich jetzt hier bei dem Wetter machen soll. Was machst du da, wenn es regnet? Ich muss auf alle Fälle mal ein bisschen sehen gehen. Ein bisschen sehen? Ja. Also. Ansehen oder was? Ja, ansehen, nicht klar. Nicht klar, Ruhe. Weil ich muss mal gucken, ich habe mich entschieden, nämlich ich muss drüben bei der 97, ne? Da werde ich jetzt so schnell mit Dings draufschmeißen, ein bisschen hier, sagen wir mal, ein bisschen hier, na, sagen wir mal. Siehste, das will ich schon so ja tun, mach ich da mal drauf. Und das Ding ist, ach siehste, nee, das kann ich jetzt gar nicht machen. Da muss ich ja erst einmal noch ganz schnell hier Steine lesen. Also Steine runter sammeln. Lese. Steine sammeln muss ich schon. Aber ich hab nichts zu tun, das kann man denn machen. Ja, pass mal auf, wenn du willst, kannst du Steine sammeln dort drauf. Da kann ich gleich nachher ansehen. Das ist eigentlich ein großes Feld. Wenn es dann wieder abgetrocknet ist, muss ich Gras hier, wie heißt's? Ja, Gras mähen. Ja, du hast ja eigentlich breite Schlappen drauf. Da kannst du vielleicht bei mir, wie gesagt, ein bisschen Steine sammeln gehen. Wo denn da? Das ist ja nur auf der 97. 97. 97. Ja, los. Warte mal, ich gucke mal nochmal. Ja, genau, die 97 ist komplett vollgeballert mit Steine. Das ist ja voll grauenhaft. Ja, steig mal aus, zeig doch mal den Steinesammler, wo der ist. Ich hab ja einen. Ja. So, oh, das ist ein scheiß Wetter, ich hasse das. Ach, gleich hier drunter, so. Ich hasse Regen, wenn ich nass wäre von oben, das ist grauenvoll. Ach, du auch? Ja, ich hasse das extrem. So, guck mal hier. Na, mir stört das nicht so. So, das ist schon mal passiert, hier, dass du einfach auf den Grubber aufspringst, ganz schnell mal. Das ist auch noch nicht passiert. Nee. Ja, mir ist gerade passiert. So, nicht das Ding hier, nicht klar. Ach so, du weißt ja gar nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Du hängst das Ding an, schließt dann alle. Hier, also bei dem musst du wirklich alles anschließen an Schläuche. Und dann hast du ja drinnen bei deinem Traktor wahrscheinlich die gleiche Einrichtung wie ich. Mit dem X-Zeichen, ne? Ausklappen. Dann klappt das Ding aus. Und mit dem V lässt es runter. Du lässt hier vorne die Spiralen hier, die Schnecken lässt es da runter. Ja. Und dann drückst du einfach auf das B auf deinem Joystick. Und dann läuft er los. Und dann brauchst du einfach nur dran hinfahren, ganz langsam. Alles klar. Und dann sammelt er das ein. So, und wenn das voll ist, klappst, also machst ihn aus, lässt ihn hoch, klappst ihn ein, ist klar. Und dann fährst du das, kannst du hier rüberfahren zu meinem Hofsilo. Und das Hofsilo, das hat im Endeffekt eine universale Schnecke. Da kannst du, hast ja dann so einen Strich, das sieht aus wie ein I auf deinem Joystick, wahrscheinlich auch, ne? Und da drückst du drauf und dann tötst du es auskippen, ganz von alleine. Hier hinten hast du also da so wie beim Anhänger. Ja, da hast genau, hier hinten hast du eine Klappe dran, kannst du mal von hinten gucken hier.
Und der fährt es dann so hoch. Das sieht ein bisschen komisch aus. Das sieht so ein bisschen aus, als wenn es nicht das macht, was es soll. Darfst du aber dich nicht erschrecken. Das fährt so nach oben aus und kippt oben dann rum und dann kippt es das aus. Ja, ich werde es ja sehen. Du kannst natürlich auch eins machen. Du könntest es natürlich auch zum Landhandel fahren. Weil die kaufen das an, weißt du? Ja, das musst du mir sagen. Aber ich denke, das ist erstmal kürzer. Ja, pass auf, sammel das erst einmal ein. Ja, den und je nachdem, wenn es dann. Ja, und je nachdem, ja, wenn es dann noch. Wenn es dann noch regnen sollte und du hast immer noch nichts zu tun, rufe ich meinen Landhandel an, du kannst es hinfahren, wenn du willst. Weißt du? Genau. So, gut. So würde ich das sagen. Hui. Naja, manchmal, ich habe Bier getrunken vorhin. Zum frühen Morgen? Ich denke, du. Eieiei. Na, das war zur Feier des Tages. Was gab's denn zu feiern? Haben deine Schuhe Geburtstag oder was? Nö, nee, das heute der 3. Mai ist. Ah, na schön. Das ist der Geburtstag meiner Mutter. Und muss man früh schon trinken und nicht abends? Nee, da trinke ich früh mal eins, weil die gibt's ja nun nicht mehr. Und Gott hab sie selig. Und da trinke ich früh ein. Und also, nur so ein halbes Glas Bier, hä? Nicht hier zwei Flaschen, sondern ein kleines Glas Bier. Und dann setze ich mich rein in meinen Traktor und dann geht's los. Na da. Und dann aber den Tag nicht mehr weiter. Aha, na da. Also gut, aber ich fange mal an jetzt. Ja, fange mal an jetzt, hä? Ja, könnte ich mal sagen. Ja, mach das mal. Und dann können wir ja mal gucken, wie es, wie gesagt, dann aussieht, vom Wetter her. Und, siehst du, ich muss mal den Landhandel sowieso anrufen. Die haben ja auch meine Schweine noch nicht verkauft, glaube ich. Ja, dann ruf die mal an und ich geh mal Steine einsammeln. Ruf die mal an, geh mal Steine einsammeln, hä? Ja, genau. Ich weiß nicht, soll ich dann ein Funk sein, oder? Kannst du mich ja anrufen. Ja, haben sie doch verkauft, alles gut. Ich bin dann gleich mal im Funk. Alles klar. Gut, alles klar, hä? So, ja, dann tun wir da das gleich mal mit anhängen. Bist du schon im Funk? Natürlich, ich möchte deine Sammlung mitnehmen. Die mit, ja, ich stehe schon hier, dass ich ihn anhängen kann. Ich wäre jetzt ohne rausgefahren. Eieiei. Natürlich nur ein halbes, Felix. Natürlich nur ein halbes. So. Kommst du hier rein oder ist es schwierig? Ja, müsste gehen, hä? So, kleine Stücke noch, kleine Stücke noch, kleine Stücke. Gut, gut. Ja, so. Warte, ich mach dir die Schläuche an. Zack. Das an und das an und das an. So, gut, alles klar, geht's ein Gang, hä, Kuli? Gut. So, fein. Wie eine Eins fährt sie raus, ne? Muss man schon mal sagen. Los, fahr weg. Ne, warum denn? Ich fahr doch jetzt nicht weg mit dem Ding. Warum stehst du dann hier so im Weg rum? Der steht schon komplett bereit seit gestern Abend, weil ich heute noch ansehen muss. Verstehst du das? Oh, Scheiße, mit Kopfschmerzen hier rumgefahren. Er hat Schwein gehabt. Weißt du, hast Kopfschmerzen? Ja, so. Schon? Das ist natürlich nicht so gut, ich hab keine. Geschenk ist noch in meiner Wohnung. So, na gut. So, ich geh mal ganz kurz aus dem Funk raus. Ich bin gleich wieder drinnen. Ich bin erstmal hier bei meinen Schweinen. Ich muss erstmal hier ein bisschen was gucken. Ja? Bis gleich. Mach einmal. Felix, ich auf der Ellerbach. Also man muss eins dazu sagen. Wir haben ja auf der Ellerbach mit der ganzen Sache hier angefangen. Also ohne Ellerbach gäbe es vielleicht auch das ganze RP von uns hier alles nicht und das ganze Team nicht und so. Wir haben auf der Ellerbach angefangen. Ich frage mich halt wirklich bloß, ob sie jetzt kommt, so wie sie kommen soll.
Natürlich werde ich dann auf der Ellerbach ein paar Sachen spielen und mal ein bisschen Let's Play machen und so. Mal gucken, ich bin gespannt. Grundsätzlich freue ich mich sehr drauf, aber ich will mal jetzt nach der Elbtal mal gucken, weil die muss, glaube ich, auch ganz gut sein. So, ja, und von daher bin ich schon gespannt auf alle Fälle. So, gut, hier sieht's gut aus. Jetzt müssen wir sehen. Das ist das, das ist das. Okay, gut. Soll so umgebaut kommen? Ja, das sollte sie schon lange, aber wie gesagt, das ist halt die Frage, ob sie auch wirklich kommt oder nicht kommt. Mal gucken, bin da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Die Frage ist vor allem, wann. Also wenn sie jetzt erst Mitte des Jahres kommen würde, dann macht es keinen Sinn mehr. Wenn soll ja wirklich, das könnte ja eigentlich logischerweise passieren, dass der nächste LS-Teil kommt. So gut, dann würde ich mal sagen, wir fahren mal zur Koli mit rüber, hä? So, bin wieder da. Sehr schön. Spaß. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Bist du schon dort? Ja. Gut. Und funktioniert alles? Also fährst du auch schon drauf, richtig? Ja. Sammelst du schon? Ja. Sehr gut, sehr gut. Na, dann schauen wir mal. Ich muss mal sehen, ich weiß nicht, wie ich die Ecke hier schon einsammeln soll. Das ist ein bisschen eng. Ob das hier gehen soll. Ja, ich bin jetzt Anleiter. So. Und wie wurden deine, hast du gut geschlafen hier oder machst du dir noch recht große Sorgen um deine alte Mutter? Ja, Sorgen, jetzt bisschen Kopfschmerzen hübsch wegen, ah, stimmt schon. Na, ich hab deswegen schöne Aussetzer, du. Ja. Oh, wo willst du hin? Ja, stimmt, wir warten. Ach so. Jetzt guckst du mir auch noch zu. Das ist ja nervös. Nee, brauchst du nicht an, nicht nervös werden. Wird doch rumgekurvt hier. Ja. Ne, hier hinten die Ecke, die ist das so soll spitz. Wirklich noch so zeitig ist kommen, das wäre natürlich geil, soll, Felix. Wenn ich nicht auf das wäre geil. Drüben fahren will. Warte mal, ich gucke mal. Oh, ich hätte mir meinen Hut mitnehmen sollen heute, das ist ja grauenvoll. Was wurde jetzt hier? Nee, die andere Seite. Ah, hier drüben? Ja. Ja, da musst du rückwärts neistoßen. Wenn das irgendwie funktioniert. Ich weiß, das ist ein bisschen Mist hier, die Ecke. Das habe ich auch schon gedacht. Die Ecke ist wirklich ein bisschen Rotze. Da müsst ihr sogar recht geben, Renate. Geh weg! Geh lieber weit weg. Ja, warte mal, so ist besser, hä? Ja, du müsstest jetzt... Ja, ich sehe das doch. So müsste es eigentlich klappen, oder? Sag mal. Ja, okay, trotzdem ist es. Nee. Oh. Probier mal. Nee, na hier, das kleine Fitzel hier, das musst du nicht noch mitnehmen. Nee, aber hinten die Ecke, da bleibt doch mal stehen jetzt. Nee, hier die Ecke, da ist nicht. Hier die Ecke, da ist nicht hier, wo ich gerade stehe. Warte mal, es wird gerade nicht hier.
Was ist los? Ansonsten müsst ihr mich mal reinlassen, so kann ich Sammel machen, die Ecke. Ja, mal gucken. Also das war jetzt so stechend der Kopfschmerz. Ach so. Ja, und jetzt gerade zurück einfach, dann hast du es. Was machst du denn? Ja, jetzt kriegst du es mit. Nicht ja, jetzt. Das, sondern das scheiß Ding hier. Ich schlag's gleich raus. Ah, jetzt hast du es perfekt. Gut, alles klar, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, ja, sieht doch gut aus. So. Ende Februar, das wäre geil. Da gibt es dann natürlich dann einen Trailer von mir dazu. Ne? Da bin ich gerade drüber, so ein paar Maps mit Trailer zu betun, sag ich mal. So. Sag mal, wie sieht's denn eigentlich bei dir mit deinen Schafe aus? Die haben ein schwarzes Gesicht, schwarze Füße und der Rest ist weiß. Ja, aber gut, oder machen die ihr Ding, oder wie ist denn das? Alles bestens. So. Und wie läuft deine Produktion? Ach, ja, warte mal. Mal gucken, ob ich die ausgeschaltet habe. So, der App, ja. Ausgeschaltet? Die läuft gerade still, weil ich keine. Was jetzt warten, bis alles gewachsen ist. Auf der Ernte warte ich jetzt da. Ja. Der Landhandel fährt wie ein Lobby. Die fahren wieder. Oder war das der Biohof manchmal? Ja, haben sie sogar in unter sich? Warte mal. Ah, nee, das war der Biohof. War es nicht noch im Funk drin? Ja, hier, der Stiel. Ach, Nikolaus, Krise. Ja. Hallo. Ja? Wie sieht's denn aus? Ja, ich musste gerade außerplanmäßig nochmal abhauen. Ja. Bin aber gleich wieder da. Also. Ach so. Ja. Ja, na, ich mach immer gerne nochmal einen Trailer also dazu. Da ging es einer Kuh nicht so gut, die musste ich jetzt zum Tierarzt bringen. Ja. Ja, ich bin jetzt auf der Rückfahrt und hänge ein bisschen noch im Funk. Immer der böse Landhandel, ja, ja. Ist es da nicht besser? Der Tierarzt kommt zur Kuh? Ist eigentlich sonst so? Eigentlich ist es so, aber ja, die musste operiert werden. Oh, ne, das ist natürlich keine gute Geschichte. Hat sich am Fuß verletzt. Jo, Kuli? Ja. Wo ich stehe, ist auch noch ein kleines bisschen, ne? Alles klar, machst du auf dem Rückweg. Man sieht zwar fast, ne? Aber es ist gut, wenn du es mit wegnimmst. Wenn ich hier gegen Zaun fahre, reiß ich raus. Nee, nichts Neues. Ja, Kopfschmerzen hat die halt extreme. Aha. Aspirin regelt. Oder ein Schlag von Hals. Dieses ALTF4 oder was? Kann durchaus auch helfen, ja. So. Ja, du bist doch schon ziemlich durch, Renate. Ja, ja. Das ging ja eigentlich schon zu schnell. Wie viel hast du jetzt drin, ne? 404 Liter. Nicht weiter. Ja, die kannst du bei mir auch schon mal reinkippen. Das ist sinnlos. Und da brauchen wir nicht zum Landhandel fahren. Das ist Quatsch. Das wäre ja verdorner Sprit. Achso, warte mal. Hier war das noch. Ja, warte. Wir sind immer hier wieder zurückfahren. Ach, Mensch.
lenk doch mal, wie ich das will, meine Fresse. Also ich sage mal so, wenn du zurückfährst, wieder nach vorne, wenn du einfach hier an der Kante lang fährst, Renate, dann passt es. Weißt du? Oh Mann. Ja. Ich hab gehört, wir haben hier einen Neuzugang, hat man mir erzählt. Nee. Hab ich was verpasst? Nee, der ist schon wieder ab, der ist schon wieder, der war auf dem Durchzug bloß mal. War das schon Patzi? War das so ein, Siedler oder was? Oh, keine Ahnung, was das war. Nomade oder so, keine Ahnung. So ungefähr können wir uns nicht vielleicht vorstellen. So links oder rechts? An welchem Rand? Ja, hier wo ich stehe, an dem Rand. So, na gut, meine Lieben, dann würde ich sagen, die erste Folge haben wir für heute schon wieder durch. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst, wie gesagt, ein Däumchen da und Abos liegen unten kostenlos für euch aus. Würde mich natürlich freuen. In der nächsten Folge werden wir hier ansehen und werden vielleicht drüben noch ein kleines bisschen Ölrettich ansehen. Wir müssen mal gucken, ob das überhaupt Sinn hat, das Ganze, oder Sinn macht. Und das war mein Statement zu der ganzen Sache. Macht's immer gut, meine Lieben. Bis dahin. Wir sind erst mal raus. Tschüss und ciao. Tschüss.